Hallo meine Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Fettelauter Näh-Kanal. Ja, hier kommen nicht so häufig Videos, ihr wisst, ich habe noch einen zweiten Kanal, den Willkommen bei mir zu Hause und ja, da bin ich halt ein bisschen aktiver. Aber die liebe Mona hat mich daran erinnert, ich soll auch doch auch mal die Hasis machen und so Osterhasis machen wir heute. Ich habe meine Osterhasis in zwei verschiedenen Größen. Und wir machen heute das Größere. Je größer, desto einfacher ist das alles. Was wir dazu brauchen, zu dem kommen wir gleich. Es ist auf jeden Fall 3 mm starker Filz. Ich kaufe das immer rollenweise und schneide das mit meinen Linealen und mit dem Rollschneider. Diese Dinger sind sehr scharf. Passt bitte auf beim Schneiden, ja, und nehmt eure Finger weg. Es kann mich wirklich, wirklich wehtun. Ja. Ich habe mich da nämlich schon am Montag, heute ist Samstag, am Montag in den Finger geschnitten und da war Scherz vorweg. Nicht? Also bitte seid vorsichtig, auch Nähen kann gefährlich sein. So, jetzt aber springen wir ins Video, damit ich euch zeige, was wir alles brauchen von eben diesen 3 mm. Ich habe dunkelgrauen Filz. Den Filz gibt es aber in verschiedenen Farben. Und ich habe ja auch einen Plotter. Und habe meine frohe Ostern und die Namen plotte ich immer aus, weil ich es mache. Ich mag es ja personalisiert, ihr wisst, ich verkaufe die Dinger. Und ja, was wir alles dazu brauchen, kommt jetzt im Video. So, für unsere Hasen brauchen wir einen Boden, der ist 15 x 15 cm lang. Dann brauchen wir, also das war der Boden, dann brauchen wir die Seitenteile, das ist ein Stück, was 60 x 13 cm lang ist. Und dann brauchen wir noch die Ohren. Da könnt ihr, also meine Ohren sind immer so lang, wie der Boden ist, ja, also 15 cm in dem Fall. Ja, und da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Und wichtig ist, dass man da unten noch so ein Dingens da hat zum Annähen. Das wird nämlich dann am Schluss da drinnen angenäht. Was wir natürlich auch brauchen, ist der Plot. Ja? So geht's. Ich denke mir schon, warum ist das verkehrt? Ja? Das kommt, der Name kommt bei mir immer auf die Ohren und das andere kommt vorne drauf. Und zwar die Winnie kommt auf den Ohren, auf ein Ohr und das frohe Ostern kommt in die Mitte. Dazu nehme ich mir mein Lineal und eine Kreide. Ist lang, also bei 30 mache ich mir einen Strich und hoppala, wir brauchen rosa. Und ich muss es immer auf zweimal plottern, ja? Zuerst das Ostern und dann das Frohe, weil es kommt ein bisschen drüber. Ich zeige euch das. Spiegelt ein bisschen, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das ausschaut. Und zuallererst wird das geplottet, ja, also geplottet und draufgepresst und dann geht es weiter. Bei der Folie, wenn ihr was drauf plottet, steht auf jeder Folie meistens drauf, ob ihr die heiß oder kalt abziehen müsst. Ja, meine muss ich jetzt warm abziehen, weil wenn ihr das nicht beachtet, reißt euch den Plot vielleicht wieder runter, ja, und das wäre jetzt nicht so toll, ja. So, wir haben jetzt unseren Plot auf unseren drei Haserl, die wir brauchen, und jetzt geht's an die Nähmaschine. So, ich habe mir hier eine kleine Hilfslinie gezogen. Ich habe hier eine kleine Hilfslinie gezogen, weil das wird jetzt zusammengenäht. Ja, und damit ich so nicht schief komme, habe ich mir diese kleine Hilfslinie aufgezeichnet.
Die Kameraführung ist so oder so nicht optimal. Ich habe nur die Kamera nach vorgegeben, dass das wenigstens ein bisschen sieht, ja. Aber ich muss es ja halten und die Kamera, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich da mit einem Zickzackstich, ihr seht, dass die Nadel rechts und links geht, mit einem engen Zickzackstich, aber dafür etwas breiter. Ich habe auf Breite 5 gestellt, wird das jetzt genäht. Immer schön gehalten. Ich bin kein Fan davon, das festzustecken. Wenn es euch leichter tut, könnt ihr das aber gern mit Nadeln fixieren. So, jetzt haben wir unseren Ring und unseren Boden. Jetzt brauchen wir vom Boden die Mitte auf zwei Seiten. Und dann nehmen wir hier unsere Mitte, da haben wir ja unseren Strich. Ja? Und stecken den Boden bzw. klammern ihn. Weil mit der Stecknadel wird das zu sehr verzogen. Ja? Also machen wir hier eine Klammer drauf und hinten eine Klammer drauf in der Mitte, da wo die Naht ist. Und dann nähen wir zuerst das ab und wenn das genäht ist, nehmen wir die Seiten ab. Ganz einfach. Wichtig dabei ist einfach nur, dass ihr den Filzteilen nicht verrutscht, also den Boden und die Seiten, die ihr euch markiert habt, dass es wirklich schön in der Mitte ist. Und so ist auch der einfachste Weg. Man kann es auch in einem durchnähen. Das ist aber ein bisschen tricky und es wird sauberer, wenn man wirklich Seite für Seite macht. Also immer die gegenüberliegenden Seiten. Ich habe hierzu einen Nähfuß, einen Kantennähfuß, dass ich mir einstellen kann, wie weit die Naht bei der Kante von der Kante weg ist, ja. Das ist eigentlich bei den meisten Maschinen ist das dabei. Könnt ihr es natürlich auch mit einem normalen Nähfuß machen, ja. Aber so stellt man halt sicher, dass man wirklich gerade ist. Das Ganze macht man halt auf beiden Seiten, also immer die gegenüberliegende Seite, damit das eben schön wird und dann die überschüssigen Fäden einfach abschneiden. Wichtig ist auch am Anfang und am Ende zu verriegeln, damit das eben wirklich fest ist, weil da kommt ja dann vielleicht was rein und wenn dann die Zwergerl das durch die Gegend tragen, wäre blöd, wenn der Boden durchreißt, ne? Damit ist Ostern dann einmal gelaufen, ne? Und man ärgert sich. Und wenn ihr die zwei Seiten angenäht habt, dann folgen die nächsten beiden Seiten. Dazu nehmen wir das Körbchen einfach und biegen es um und dann haben wir da auch eine gerade Linie und können an der Seite wunderbar entlang nähen. Also wirklich einfach nur flach drücken und dann wird das wirklich schön gerade und man kann dann einfach wieder mit dem Kantennähfuß oder auch ohne rüber drüber nähen und dasselbe machen wir dann mit der vierten Seite. Wichtig, eben wie vorher schon gesagt, immer die gegenüberliegenden Seiten vorne verriegeln und dann einfach gerade drüber nähen. Ich habe dann auch noch mein Logo eingenäht, weil wie schon gesagt, ich verkaufe die Dinger und da müssen Pflegehinweise drinnen sein und da ist eben das Makel drinnen, wo Punkt 1 mein Name draufsteht und Punkt 2, dass man das nicht waschen darf. Bei Filz kann man nicht waschen. Also ja, einmal. Da, jetzt haben wir schon mal unser Körbchen. Ja? Ihr könnt es natürlich vergrößern, wie ihr wollt. Ja? Es ist halt ein kleines Rechenbeispiel. Ja? Das haben wir 15 cm mal 15 cm. Somit sind die Seitenteile 4 mal 15 ist 60. Ja? Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt 30 mal 30 haben, ja? Dann müsst ihr 30, 60, 90, 120 den Seitenteil machen. Man kann natürlich auch vier einzelne machen, ist halt ein bisschen mühsamer. Ne? Und bei diesem Nesterl ist einfach von der Größe her finde ich das ideal und da passt auch einiges rein. Jetzt brauchen wir noch unsere Ohren. Bei mir ist der Name immer von vorne gesehen am rechten Ohr drauf. Ja? Und zwar, ich habe hier ein 15x15 Lineal, das stecke ich mir dann immer so rein und da auf der Seite kommt Ohr Nummer 1 und auf der anderen Seite
Das Nackige kommt Ohr Nummer 2. Das wird dann einfach hier angenäht, einmal im Kreis und das Nestteil ist fertig. Das machen wir jetzt noch schnell. So Mädels, das war's schon wieder. Ja, also ihr seht, es ist wirklich keine Hexerei. Das Aufregendste ist wahrscheinlich, sich die Ohren zu designen. Ja, aber da, wie gesagt, da ist da. Aber wie gesagt, da ist eurer Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt gerade Ohren machen, ihr könnt auch noch längere, schmälere machen, ihr könnt welche machen, die so umgeknickt sind. Ja. Wie im Intro schon erwähnt, ich habe die Haseln in verschiedenen Größen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist 15x15 und das ist 10x10. Somit ist das Außenherum natürlich nur 40. Ja. Und die Ohren sind auch nur 10 cm groß, weil, ja. Ich sage immer, das ist für klein, das Große ist für kleine Kinder und das Kleine ist für große Kinder, weil da passt rein ein Schokosterhase und keine Ahnung, Amazon-Wertkarten, Geld, was auch immer. Und die Kleinen freuen sich halt auch noch mehr über Schoki, Ostereier oder kleines Playmobil oder was man euch da so eingibt. Ihr wisst, ich habe keine kleinen Kinder. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie es funktioniert. Und ich würde mich freuen über ein Feedback. Auf Instagram könnt ihr mich gerne erwähnen. Ja, oder ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr es nachgemacht habt. Passt, meine Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Bussi, baba.